Hallo Leute, heute geht's bei Yo-Kai Watch 3. Wir sind hier quasi in so einem sogenannten Raubzug. Und das macht mir ein bisschen Angst. Warum kann ich jetzt hier... Warum kann ich hier nichts machen? Was für die Vorbereitungen im Blast das Feldlager? Ich habe doch alle Vorbereitungen getroffen. Was soll denn das? Eine große goldene Pyramide, die kannst du wohl nicht betreten. Gibt's da drüben noch irgendwas? Warum kann ich hier nichts machen? Hier zum Beispiel, was ist das? Eine... Was? Ruine entdeckt? Mehr dazu im Blast das Feldler. Oh Gott, ich kann nichts machen. Was? Das nennt man... Adlings. Das ist ein Labyrinth. Der Zwingt. Was? Der Eingang ändert sich, je nachdem welche Version du spielst. Klingt auch, als würdest du die Zuckerversion spielen. Was? Was ist das? Ich verstehe nicht, was sie sagt. Guck, da ist ein Eingang im Mund der Adlings. Lass uns nachsehen. Da darf ich jetzt reingehen. Nee. Was? Warum nicht? Was? Oh, da ist was. Avocado, mitten in der Wüste, klar. Ja, das Spiel scheint quasi noch ein Spiel zu beinhalten. Das macht mich fertig. Warum kann ich denn nicht jetzt was machen? Warum kann ich jetzt nichts machen? Wähle Labyrinth. Oh, oh. Labyrinth wählen. Schlüsselloch, geballte Pfote. Erhobene Pfote, Spatenschlund, ich nehme das Schlüsselloch. Impuls ist Level 5. 5 Etagen. Gesichteter Yokai. Ja, das ist nur Quatsch, das können wir machen. Mein Gott. Team ist auch gut, ausziehen, ja. Stufe 5. Ich weiß nicht, was ich für eine Stufe habe, aber, ne? Los, Leute! Springt rein! Ist ja gut. Ja, wir müssen jetzt... Yo-Kai Watch Blaster spielen. Das ist ein anderes Spiel. Ich meine, es ist cool, dass dieses Spiel in diesem Spiel enthalten ist und so. Und ich finde auch gut, dass die Quest mittlerweile durch ist, weil wir es einmal geschafft haben. Aber ich möchte doch noch sehen, wie das funktioniert. Aber alles werde ich hier definitiv nicht machen. Das kann ich ja sagen. Vielleicht werde ich da ab und zu mal reinschauen, aber naja. Es gibt noch tausend andere Dinge, die ich tun möchte und muss. So, weil ich kann nicht sehen. Da. Ey, du Typ, was machst du da? Verpiss dich. Ich möchte mal Camellia spielen. Ich kann nicht laden. Warum kann ich nicht aufladen? Komm her. Boom. Warum habe ich nicht getroffen? Nehm mal die Kiste hier mit. Essen? Ist nett. Genug. Camellia? Dämon, warum hast du da so einen grünen Schleier um dich herum? Was für ein Schatz, verlieren nicht! Nein, nein. Ich habe sie jetzt geheilt, oder wie? Ich glaube ja. Was kann ich denn mit Norma tun? Sie schießt irgendwas aus der Ferne, das ist cool. Pass auf, Feuer! Moment, was ist das jetzt? Da könnte ich weiter hochgehen, da unten ist gerade ein Yokai erschienen. Den möchte ich jetzt angreifen, Feuer! Ich glaube, ich spiele doch lieber mit Schibalzebuf. Dem kann ich mich jetzt anfreunden. Auch so kann man natürlich ziemlich einfach Yokais beschwören. Beschwören, sage ich schon. Befreunden. Ja, deswegen werde ich das mutig doch noch ein paar Mal tun müssen. Aber das muss ich dann schon überleben, damit das funktioniert, oder? Oh, da drüben. Ich kann auch hier entlang. Oh, das ist die Treppe. Gut. Ich möchte das einfach nur beenden, ehrlich gesagt. Los, los, los!
Oh, ich habe jedes Mal wieder 10 Minuten Zeit. Oh, das trifft sich ja gut. Da oben, Kiste. Das ist unglaublich. Ja, was für ein toller Schatz. Was ist das da? Nix. Ich habe in jeder Ebene wieder 10 Minuten Zeit, wie es scheint. Das ist ja gut. Hey Typ, komm her! Ich prügel die Scheiße aus dir raus. Ja, das ist halt noch ein einfacher Dungeon, ne? Deswegen haben wir nicht so wirklich Probleme damit. Und, okay, schönes Buch. Türen können wir nicht öffnen. Ob ich dieses Spiel auch mal spielen sollte? Frage ich mich gerade. Würde mir bitte jemand zu Hilfe kommen? Danke. Haben wir hier eine Schatztruhe? Oh, gelbe Supermünze. Was für Supermünzen? Bringen die mir ultra cooles Zeugs oder was hat es damit auf? Bombe! Oh Gott. Norma. Bitte heilen. Norma? Norma! Okay, wir heilen uns. Immer ein bisschen zumindest. Ja, Münzen brauche ich jetzt eigentlich nicht so sehr. Was ist das da? Spanzelfalle gefunden. Was zur Hölle? Haufen Scheiße, verpiss dich! Greift er meine Yokai-Freunde an, wisst ihr? Wirreführer da unten. Ach, den machen wir platt, weil der hat eine Kiste. Aber ich habe in Anführungszeichen nur 10 Minuten Zeit für jede Ebene. Sollte jetzt nicht so das Problem sein, würde ich sagen. Oh, das ist ein Talisman. Bombe! Bist du gerade auf eine Mine getreten? Nein, nein, ich trete doch nicht auf eine Mine. Fluchthelferlein? Da oben ist noch eine Kiste. Was jetzt? Also ist Pech schwarz. Ah, sehr spannend. Muss ich mich jetzt voll auf die Karte verlassen? Okay, danke. Gott, den Ausgang finden. Das wird jetzt ein Hauptspaß. Was? Überall Gegner. Oh, wieder eine, mit denen ich mich anfreunden kann. Das ist wirklich sehr praktisch. Ich meine, schwer ist das nicht. Schwer ist das nicht, hier sich Freunde zu holen. Deswegen, wie gesagt, ich glaube, ich werde das dann öfters machen, als mir lieb ist. Ich werde es einfach nur gerne mal hinter mich bringen. Einmal. Ein einziges Mal. Genug. Es gibt ja überall dieselben Yokais in allen Räumen, glaube ich. Oh, umfangreiche Karte gefunden. Moment, die setze ich ein. Oh, die Karte bringt sehr viel. Wo bin ich? Ich bin da. Öffnen. Essen. Oh, es bringt sehr viel. Aber was ist das für eine Art Boss-Yokai, den ich da sehe? In jedem Raum. Komm, wir müssen uns beeilen. Sehen nicht alle Yokais gleich aus in jedem Raum. So, da drüben ist jemand. Nicht du, nein. Ah, das ist... Ach so, der Typ, der eine Kiste trägt, ist das immer. Ach so. Kiste. Essen. Dann gehen wir hier hoch. Hier ist auch irgendwo eine Kiste. Ja, das war eine Falle. Glitschig und glatt, Vorsicht. Ist ja gut, wann darf ich wieder normal mich bewegen? Das ist meine Frage. Oh, Kiste. Habe ich die übersehen? Prächtiger Armreif. Oh, Schutz gefunden. Weg mit dir. Weg mit dir, sag. Hallo? Dämliches Vieh. Oh, Eisenschild gefunden. Inventar. Das gebe ich mir. So. Weil ich bin ja der, der hier so, ne? Eher so nach vorne steigt. Kiste? Nehmen wir es doch mit! Oder habe ich es schon? Keine Ahnung. So, dann der da. Sehr schön. Halt! Neuer Freund. Mit allen Yokais, die ich quasi nicht benötige, mehrfach, kann ich dann eine Kristallisierung machen. Da wir eine Ultraseele bauen. Ich meine, das kann auch nicht schaden, oder? Helmchen, verpiss dich! So.
Dann hier durch. Ja, da ist der richtige... Verzeihung? Ich wollte schon sagen. Miau. Miau. Und dann dadurch. Ich gehe einfach mal voran, okay, meine Freunde? Ich hoffe, das passt. So, eine Münze und nach unten. Ja, so haben wir das alles mal gesehen. Das ist jetzt so mein Hauptaugenmerk. Was könnte das sein? Aufregend, ja, ja. Kiste. Oh, Essen ist gut. Greif doch an. Oh Gott, habt ihr das gesehen? Wie auf die Gegend hereingeprügelt hat. Das war fantastisch. Oh, da liegt gleich die Karte. Liegt überall so eine Karte? Sieht so aus. Umfangreiche Karte. So, wo bin ich? Ich bin da. Wir holen uns doch die paar Kisten da unten, holen wir uns. Auch wenn Gegner im Weg stehen, die können ja nichts. Respektive, wir können mehr heilen, als dass die uns schaden. Ja, ist der schwindelig? Nein, alles gut. Kiste. Bitte Medizin gefunden. Schätze, Schätze, was Gutes. Oh wow, da ist ein Loch im Boden. Meine Yokai-Freunde könnten eigentlich die Gegner besiegen, oder? Ich sammle hier das ganze Zeugs ein. Arbeitsaufteilung nennt man sowas. Oh, Ring des Monds. Licht oder so. Dann ist da auch noch so ein... So ein Kistenraum. Oh, und ein Gegner mit Kiste auch noch. Ja, es ist nicht das beste Spiel der Welt, muss ich sagen. Nein. Ja, das Spiel zulegen, ich weiß nicht so recht. Weiß nicht so recht. Wo ist meine Kiste? Da. Ich auch mit. Wo ist eigentlich mein Ziel? Ach so, da unten rechts. Ja, ich wollte ja die ganzen Kisten mitnehmen, ne? Ich gehe mal voraus. Geh echt mal voraus. Wow, das sind Millionen Yokais im Weg. Ungefähr. Gefühlt. Oh. Du trägst eine Kiste. Eis, das wollen wir mitnehmen. Hab ich extra Leben gekriegt oder was war das für ein Sound? So, wer steht mir im Weg? Du. Ah, pa, pa, pa. So viele Gegner. Was wollt ihr denn von mir? Wir nehmen gerade sehr viel Schaden. Warum? Norma, kommst du hinterher mit Heilen? Ich hoffe doch. Aber bisher sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ohne einen Yokai, der uns heilen kann? Boah, das wäre die Hölle. Aber so. Habe ich die Kiste geöffnet? Nee, noch nicht. Mach die Kiste auf. Irgendwas zu essen. Noch eine Kiste. Wow, wir bekommen so viel Scheiß hier. Das ist unglaublich. Du hast eine Kiste. Hat er mich gerade weggebamst? Miau. Mach doch die Gegner bitte platt. Und noch ein Schild. Wie geht's eigentlich meinem Schild? Dem geht's doch gut. Was paralysiert? In der Falle sitzen der Gegner kurz. Ich dachte, ich hätte ein Schild bekommen. Ah, ich muss es zuerst einsammeln vielleicht. Gib mir das Norma. Sie ist unsere Heilerin und somit sehr wichtig. Ich habe Simpelfeld gefunden. Was bringt mir das? So viel Zeugs, meine Gott. Kommt jetzt hier der Boss? Nee, nee, keine Sorge, werden wir schon hinkriegen irgendwie. Aber wie gesagt, was haben wir jetzt gefunden? Das da. Dies benutzte Yokai versch... Was? Keine Ahnung, was es ist, aber wir kriegen es ja. Das ist die Hauptsache. So, Kiste. Sehr gut. Am liebsten würde ich ja jetzt wieder die Karte finden. Das würde mir irgendwie am meisten bringen. Vielleicht haben wir ja Glück. Nee, das ist nur ein Yokai, aber hat wieder eine Kiste. Komm her! Haufen Scheiße! Gib mir das! Du brauchst es nicht! Und, wir kriegen... Oh mein Gott! Ein riesiger Schatz! Seht ihr das? Wir nehmen quasi überhaupt keinen Schaden. Da drüben sehe ich eine Kiste.
Oh, noch mal ein Artefakt. Noch mal so ein komisches Teil. So einfachen Dungeons brauche ich gar keine Items. Jetzt halt wirklich. Ich verstehe gerade die Karte nicht so richtig. Nochmal was? Mach's bitte auf. Rüstungsamulett. Das ist nett. Da komme ich nicht weiter. Warum nicht? Hier auch nicht. Ja, 10 Minuten könnten schnell vorbei sein, theoretisch. Au, Sprengfalle, weg da. Erinnert ihr euch noch, als ich vor gefühlten 100 Parts das Ganze schon mal versucht habe? Gedacht habe so, wie soll das gehen? Aber ja, mit so schwachen Yokais, oh, da ist die Karte. Mit so schwachen Yokais, wie ich da hatte. Ne? Oh, wir sind gleich da. Trifft sich gut. Was war das jetzt? Wurde an einen anderen Ort teleportiert. Oh. Gott, ist das dumm. Macht aber nichts. Wir sind gleich wieder da. Dank der Karte. Karte ist so das Wichtigste, was man hier finden möchte. Hier, hier, hier. Und durch da. Langsam sicher müsste die letzte Etage kommen, oder? Oh, den kennen wir doch. Oh, werden hier Bosse recycelt? Quasi. Abracker. Okay, ich würde sagen, Ultiseel. Ehrlicher Knall. Boom. Das war Schaden. Das war Schaden hier. Ey, was ist das da vorne? Das da. Konnte er sich damit heilen? Ich kann ihn nicht sehen. Was zur Hölle? Halt mich doch mal. Das macht mir auch Schaden. Warum bin ich tot? Norma? Geh bitte dahin und belebe ihn wieder. Großer Gott, das ist nicht gut. Was? Warum sind die alle tot? Warum sind die alle tot? Ultiseel. Ultiseel. Habe ich damit jetzt alle geheilt oder so? Warum werde ich da weggezogen von denen? Camellia ist ausgestiegen. Warum? Warum werde ich da... Jetzt, Alter. Ich werde da immer weggezogen. Warum? Gewaltsiwuppe. Warum? Ich werde da weggezogen. Warum zur Hölle? Ich werde da ständig weggezogen. Was soll denn das jetzt? Warum werde ich hier ständig weggezogen? Ja, bis zu einem gewissen Bereich und dann... Ist jetzt wirklich dumm oder so? Jetzt bitte! Das geht nicht! Ich kann den nicht heilen. Nee, es geht nicht. Ja, aber... Was soll denn das? Ich schaff den nicht. Ich kann ihn auch nicht wirklich sehen. Hat der Laserstrahl funktioniert? Nee, bestimmt nicht. Oh, ich muss weg. Was soll denn das? Hallo? Was? Hallo? Kann ich mich selber heilen? Ich kann nichts machen, der schmeißt mir ständig die Scheiße in den Kopf. Habe ich jetzt gemacht. Ich habe da ein Feld aufgestellt. Was sollten... Hä? Ich verstehe den Kampf nicht. Ich habe den Kampf nicht verstanden. Der hat mich ständig weggesogen. Ich konnte gar nichts machen. Und die anderen waren so schnell tot. Fortsetzen? Nein. Okay, nee, das... Nee. Sag mir doch nichts. Sag mir doch nichts. Ich möchte weggehen. Okay, was machen wir denn als nächstes? Als nächstes. Könnte ich theoretisch mal wieder... Moment. North Beach. Was, North Beach? Ich glaube ja. Nee, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe die Quest gemacht und der Rest ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Finde ich jetzt nicht so cool.
Ja, genau hier wollte ich hin. Denn wir können bei den Portalen der Laune noch ein paar Dinge erledigen. Was zur Hölle ist... Moment, da oben sehe ich noch ein Siegel. Ich hoffe, das ist kein S-Siegel, oder? Nee, kann nicht sein. Das kann nicht sein. Sind meine Jokers eigentlich geheilt? Ja. Was müsste ich denn für ein Ultra-Team haben, um da irgendwas reißen zu können? Jetzt mal im Ernst. Nee, hier geradeaus, ja. Was haben wir denn hier? B-Siegel. Niedlich. Was ist das da? Nix. Bestimmt nur ein Item oder so. Ich meine B-Siegel. So. Für ein Item. Feminine Augen. Ja, mit unserem Reinen haben wir uns auch schon lange nicht mehr befasst. Lass mal sehen. Körper. Augen. Oh Gott. Oder so. Nee, feminine Augen. Warum? Hallo? Doch, das. Ja. Oh Gott. Was habe ich denn sonst noch? Nicht viel Neues. Nee. Nee. Nee, das Ding muss schon sein hier. Das muss schon sein. Dieser Schweif. Habe ich neue Stimmen? Gott. Kann ich bei den Farben noch irgendwas machen? Schweif könnte man ein bisschen verändern, so vielleicht. Oh, so sieht cool aus. So sieht cool aus. Eine Spitze, vielleicht noch ein dunkleres Grün. So. Fellfarbe könnte ja auch ein bisschen irgendwas machen. Blau. Ja. Das. Doch. Warum nicht? Warum nicht? Stamm. Geben dir mal. Geben wir mal schummriger Stamm. Schummriger! Weiß nicht genau warum. Und dann ja. Was kannst du denn eigentlich? Du hast Talent Blutsauger? Techniken. Feuer. Und Tatzen des Pelzes hast du. Prügelgegner mit Tatzen, ja. Feuer 30 und scharfe Klauen. Beseelung. Drück auf Start. Ein beseelter Joker wird zu unbeschriebenem Blatt. Alle Werte werden runtergesenkt. Ich meine, dieser Joker gefällt mir irgendwie. Jetzt mal im Ernst. Ja, ich habe jetzt hier das gemacht, was ich gar nicht hätte machen sollen oder wollen. Eigentlich wollte ich ja zu den Portalen. Und außerdem kann ich da noch einen Kampf machen. Gegen diesen Zombie-Typen da. Den können wir eigentlich noch in diesem Part machen. Oder was denkt ihr? Heute habe ich gegen den ja noch nicht gekämpft, Fragezeichen? Glaub nicht, oder? Ich frage mich, ob ich meinen Rainian irgendwann noch leveln sollte. Willst du kämpfen? Ja, natürlich. Ja, was? Ja, speichern. Warum nicht? Ja, mach schon. Na schön, ich glaube, das wird jetzt nicht so das Problem werden. Schleifer, komm mal her. Und besiegt die anderen beiden. Denn, ja. Schleifer macht halt wirklich guten Damage. Sein Angriff ist unglaublich gut. Und seine Beseelung, ja. Lässt sich halt auch sehen. Sieg! So, nun prügelt die Scheiße aus dem Kerl raus. Ich glaube, wenn er nicht ausweicht... Sollte ihn Gilgaros jetzt mit dieser Attacke erledigen können. Du es, Gilgaros! Goldabreibung. Wie daneben? Willst du mich verarschen oder so? Norman, komm mal bitte her. Sonst besiegt er uns noch. Das will mir nicht gefallen. So, Jibalsibub. Mach dem Ganzen ein Ende für heute. Kaboom! Vini!
wie, das reicht noch nicht? Der will mich verarschen, der wird von Mal zu Mal stärker, kann das sein? Oh, ihr Licht. Meins. Was mach ich da eigentlich? Na also. Ob sich der auch irgendwann mal anfreundet oder so? Verstehe ich nicht. Vermutlich schon. Jetzt aber scheinbar noch nicht. Ouch, hat wehgetan. Geht's dir gut? Finstere Grüße. Ja, ja, es geht ihm scheinbar gut. Aber es reicht noch nicht. Aber da hinten sehe ich noch ein Item. Heilige Kugel, das ist fantastisch. Aber gut, Leute. Ja, was machst du jetzt da? Gehst du schlafen? Verlass mich auf dich, los jetzt. Ja, im nächsten Part werden wir uns mal um diese Portale hier kümmern. Aber so viele Kugeln habe ich noch nicht, aber... Spieler im Spielzeugladen... Toy Town, was ist das denn jetzt da unten? Das gäbe es noch zu erledigen. Aber wie gesagt, das erst beim nächsten Mal. Das war's für heute mit Yo-Kai Watch 3. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.